Hallo, brisantes Thema heute, neuer Schwung im Bett. Genau. Kennt jeder, der Tag ist vollgepackt mit allem, was da so anfällt. Haushalt, vielleicht habt ihr Kinder, der Job ist stressig, dann kommt man nach Hause, hat eigentlich keine Lust mehr auf irgendwelche Zweisamkeit. Lieber ein Glas Rotwein, ein guter Film. Auch alles echt in Ordnung. Problem, wenn dann die Beziehung darunter leidet, weil da gar nichts mehr läuft sexuell, dann fehlt ein ganz gravierender Punkt, nämlich gemeinsamer schöner Sex, der auch entspannend sein kann. Um das wiederherzustellen, ist ganz wichtig, miteinander zu reden. Und zwar offen und ehrlich und dem anderen auch sagen, was ist der Grund dafür? Warum möchte ich keinen Sex? Habe ich keine Lust? Warum habe ich keine Lust? Wenn ihr das alles mal zusammenführt, ist es ganz einfach, sich am besten irgendwie so hinzusetzen, dass man die Mimik und die Gestik des anderen nicht unbedingt direkt vor der Nase hat. Vielleicht schreibt ihr euch gegenseitig einen Brief oder ihr kuschelt euch Rücken an Rücken ins Bett, unterhaltet euch so und sprecht wirklich mal ganz offen und ehrlich alles an, was da so auf dem Tisch gehört. Und ganz interessant ist auch bei vielen Paaren, ich habe eine Freundin, da ist es auch so, die sind Jahre zusammen und sie dachte eigentlich, sie kennt ihn in- und auswendig. Fehlanzeige, ja. Ganz offen gesagt ist es so, dass jeder von uns hat Fantasien, die man nicht anspricht. Wenn man aber das Interesse des anderen ernst nimmt und das auch annimmt, was da so an Informationen kommt, dann werdet ihr feststellen, dass ihr euch neu kennen und lieben lernt, dass ihr vielleicht sogar gemeinsame Interessen habt, die ihr einfach noch nicht angesprochen habt. Und da wird eine ganz tolle, interessante Zeit auf euch zukommen, wenn ihr es denn so angeht, dass ihr miteinander redet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und gutes Gelingen.